Willkommen zu einem weiteren Let's Play. Ja, ich habe gerade schon ein bisschen Verträge angenommen. Jetzt werden wir erstmal kurz hier eine Kleinigkeit produzieren. Na, 20 Stück, denke ich, in jeder Mine fast. Dass wir einfach kurz Zeit haben, um das Let's Play zu drehen. In aller Ruhe. Genau. Genau. Dann die Triebwerksfabrik ist fertig mit ihrer Produktion. Hier können wir weiter Verbrennungsmotoren produzieren. Beziehungsweise ich muss mal schauen, ob ich nicht noch irgendwas brauche. Nein, eigentlich nicht. Wir kaufen im großen Stil ein. Das ist natürlich nicht so gut, wenn man kein Geld hat. Deswegen werden wir erstmal noch schauen, dass wir was verkauft bekommen. Die Preise sind jetzt wieder angestiegen, dadurch, dass wir gestern Abend von der Rezession wieder in normal gestiegen sind. Ja, hier fragt keiner nach Luxusjets. Dann werden wir die so wieder verkaufen. Okay, ich sehe schon, wir brauchen alles. Frachteinheiten sind halt immer knapp. Und das ist, wenn das Spiel nicht richtig funktioniert. Dann muss man einmal neu laden, dann geht es wieder, dass man auf die Frachteinheiten kommt. So. Für die Radlader haben wir auch einen Abnehmer. War das? So können wir es auch schon. Wir schauen einfach, an wen wir die gestern geschickt haben. Genau. Fali Enterprise. Wobei der wollte gar nicht mehr. Dann schicken wir es ja an Angel Yoda oder wie auch immer man das ausspricht. Der kauft nämlich eigentlich immer. Genau. Woiwoda, so, keine Ahnung. Perfekt. Zwischenablage kopieren. Und dann können wir die hier rausschicken. Das gibt nämlich schon allein 120.000. Ja, die Autofabrik möchte ich ausbauen, weil die Radlader lohnen sich ganz gut. Das kann man vielleicht auch in meiner Buchhaltung kurz sehen. Einen Moment. Also hier sehen wir an 3 mache ich schon 800 Euro Gewinn. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Da ich in der Stunde in der Autofabrik ja, über 6 produziere. Ja, ungefähr 6 produziere mittlerweile. Aber genau. Jedenfalls lohnt es sich eigentlich ganz gut. Vor allem verbrauche ich damit mein Aluminium, wenn ich noch die eigenen Karosserien verwende und komme damit noch viel tiefer in den Produktionspreis. Ich muss das Aluminium nicht so verkaufen. Genau. Oh, super, ich habe hier ewig lang Chemie drin. Das heißt, mir werden die Goldbarren gleich ausgehen. Triebwerksfabrik. Wollte ich eigentlich anschmeißen, genau. Wir können nochmal schauen, ob hier irgendjemand zufällig Satelliter will.
Scheint nicht so der Fall zu sein. Ja, die einfache Innenräume sind noch was, das ich unbedingt verkaufen will, weil ja, so viele brauche ich eigentlich gar nicht, wie ich momentan auf Lager habe. Genau. Triebwerksfabrik, wir werfen die einfach kürzer an. 1 Stunde 30. Nehmen wir mal 20. Ja. Ja, die Energie reicht uns auch vorne und hinten nicht. So. Genau, nochmal bis 6 Uhr was zu produzieren jetzt einmal. Eingehend habe ich nur noch die hochwertige Elektronikkomponente, das heißt, wir müssen den Rest einfach kaufen. Das ist das Problem mit Gold, das braucht ziemlich viel Energie. Genau. Jedenfalls können wir das Bauxit gleich anschmeißen. Und jetzt haben wir kein Geld mehr. Das passiert, wenn man außer 6 AM statt 6 PM eingibt. Dann muss man 6 Uhr morgens aufstehen. Naja, das war jetzt ziemlich doof. Ja, wir werden den kurz mal anschreiben. Dann geht es meistens schneller mit dem Annehmer, wenn die wissen, dass ich was im Wareeingang liegen habe. Ja, eigentlich möchte ich direkt auf meinen Hauptaccount zurück. Da ist nämlich momentan noch eine Order offen, wo ich noch was einkaufe. Ja. Was mache ich jetzt hier? Die Autofabrik würde ich gerne ausbauen. Und dann werden wir mal schauen. Dazu brauche ich lieber das Geld, was ich jetzt noch nicht bekommen habe. Ja, so sitzt man manchmal auf Nadeln. Wir können so lange mal die Buchhaltung reinschauen. Wir haben 150.000 gestern an Gewinn gemacht. Das kann natürlich auch ein bisschen daran liegen, dass wir jetzt aus der Rezession raus sind. Führungskräfte sind noch ein CTO dazu gekommen. Den habe ich endlich gefunden. Jemand, der halbwegs was auf dem Kasten hatte für meine Forschung. Ja. Ja, ich mache jetzt hier einfach mal 10 nochmal und gehe dann, beende jetzt einfach kurz das. Ich kann vielleicht noch ein Radlader produzieren. Oder zwei. Nein. Einen können wir produzieren. Genau. Ich beende jetzt hier das Let's Play. Ihr seht, was ich eigentlich vorhabe. Ich will die Autofabrik einmal ausbauen. Ich will die Mine wieder anschmeißen. Also grundsätzlich ist der Ausbau der Autofabrik geplant, einfach weil die Radlader recht gut laufen. Und sonst hat sich eigentlich nicht viel verändert. So, bis zum nächsten Mal. Ach.
Wir können hier noch was machen. Freischalten, ein neuer Bauplatz. Dann werden wir auch nochmal Geld brauchen, um hier noch zu bauen. Ja. Und wir schreiben Chaos noch. Genau. So, jetzt machen wir ein Ende.